Ja, wunderschönen guten Morgen miteinander. Es ist morgen am 7. Aber wie sagt man so schön, der frühe Vogel fängt den Wurm. Passt ja perfekt zu mir. Und ja, heute ist der 10. März, Samstag. Und nebst dem Playoff-Start, der heute ist, auf BVZ, gehe ich jetzt auf eine Tour. Und zwar habe ich das Buch gezogen, bin so, ich weiß nicht genau, wie die Tour-Dings heisst, ist so wie Get Your Guide, einfach so ein bisschen, wo so Touren organisiert hier in der Stadt. Und ja, dort gehe ich jetzt hin, zum Treffpunkt, zum Auditorium. Es ist etwa eine gute halbe Stunde zum Laufen. Und wo es nachher genau hingeht, das sehen wir nachher. So, ich bin jetzt hier gerade im Bus. Ich bin heute Morgen dort abgeholt worden. Ich habe noch ein paar Leute kennengelernt. Zwei Frauen von Spanien. Das war noch ganz witzig. Und ich habe mir da noch einen guten Fruchtsaft gegönnt. Richtiger Zuckerschub jetzt mit Ananas, Bananen. Was ist noch drin? Erdbeere und dazu nicht irgendwie Milch oder Wasser, sondern Orangensaft. Also ich habe jetzt genug Zucker zu mir genommen. Und jetzt warten wir da auf andere Gäste, weil der Busfahrt jetzt, der hat jetzt überall so ein bisschen die Leute abgeholt. Und jetzt gehen wir nachher zu unserer ersten Station von dieser Tour. Die anderen Leute sind jetzt hier alle raus, weil die gehen jetzt hier zu den Pyramiden und so. Die haben ja verschiedene Touren, die sie buchen oder die man buchen kann. Und ja, jetzt bin ich gespannt, wer da alles mitkommt. Does not pay taxes, so the government toller. And it's a big economy. For example, I put a little store in very good tunnel with the people across all the time. Maybe in 4 or 5 hours, I can in my pocket 500 pesos or maybe more money, okay? Estamos en una iglesia, convento del siglo XVI, se construyó 1532. Después de que se consuma la conquista. Ja, das ist jetzt der erste Stopp, und zwar sind wir in Coyoacán. Das ist ein wunderschöner Ort hier in Mexico City. Und das ist eben so ein Ort, wo früher eigentlich unabhängig war und jetzt zu Mexico City gehört. Aber das ist ein ganz herziger Ort, wenn ich das mal ein bisschen reinziehe. So ganz alte Gebäude, schöner Park. Und das war eigentlich das Zentrum hier von Coyoacán früher, also von der Stadt. Und ja, jetzt gehe ich da wieder zurück zu meinem Grüppli. Man hat da ein cooles Grüppli verwünscht. Amerikaner, Franzose ist da dabei. Ecuador? Nein, von Kolumbien. Anno. Und ja, nachher geht es weiter. So, wir haben jetzt gerade hier Stopp gemacht bei dem Market da hinten. Ja, ich habe jetzt nicht gross gefilmt, dort hinten ist nichts Spezielles, es ist halt ein Markt wie der andere. Wir sind jetzt dann noch das Käfeli posten. Und ja, jetzt geht es dann gleich wieder weiter. Und ich bin gespannt auf die nächste Station. Wir gehen jetzt ins Frida Kahlo Museum. Schaut euch die Leute an. Aber wir sind hier VIP. Hoffe ich zumindest. Dann kann ich danach kein Video machen, weil es kostet 30 Pesos zum Video machen oder zum Foto drinnen machen, und das lohnt sich nicht wirklich. Ja, wir sind jetzt also gerade im Frida Kahlo Museum gewesen, und es war saumässig langweilig. ich glaube, für Leute, die sich für Kunst interessieren, ist das der absolute Hit, weil schaut mal euch die Leute an, die dort anstehen. Und ja, Frida Kahlo ist die bekannteste Künstlerin in Mexiko. Das ist, sie, glaube ich, von 19. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert, bis in den 50er Jahren hat sie gelebt.
Und ja, es ist über Grenzen aus bekannt in ganz Lateinamerika. Ich glaube, das teuerste Bild in ganz Lateinamerika verkauft für irgendwie 5,5 Millionen Dollar oder so. Aber eben, ich bin nicht der Museumstyp und vor allem nicht der Art-Museumstyp. Von dem her, ja, habe ich jetzt einfach ein bisschen Zeit drin verbracht und jetzt geht es weiter zum nächsten Punkt. Das wird auf jeden Fall viel, viel interessanter. Auf jeden Fall für mich. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Universitätsgelände. Das Gebäude, das ihr jetzt da gerade gesehen habt, das hier, das ist, also vielleicht müsst ihr das schnell ein bisschen neuer anschauen. Das, von weitem sieht das aus, als wäre es angemalt. Aber das ist alles aus verschiedenem Material zusammen gemacht. Also das ist nicht angemalt, sondern die haben einfach das Material oder die Steine, die in dieser Farbe so in der Natur vorkommen, haben die verwendet, um das zu machen. Das Areal hier, das müsst ihr hören. Das ganze Areal ist 20 Quadratkilometer gross. 20 Quadratkilometer. Also, es ist riesig. Und da innen hat es 400'000 Studenten. Es ist unglaublich. Es hat, glaube ich, 150 Gebäude. Man kann irgendwie 38 verschiedene Sachen studieren. Und eben davor hat es noch eine eigene Subway Station. Und dort, ja, unter der Woche hat es dort 100'000 von Leuten. Also, es ist echt gigantisch. Und ja, aber das ist jetzt nur so ein kleiner Teil, den man jetzt hier sieht. Aber es ist auch eine sehr günstige Universität. In Mexiko gibt es halt private und halt auch öffentliche. Das ist jetzt eine öffentliche. Und man muss da eigentlich nur Administration Fee zahlen und halt Bücher und so Zeugs. Und alles andere ist da gratis, also respektive wird vom Staat gezahlt. Was ich sehr nice finde, so haben all die Leute da eigentlich auch die Chance überhaupt zu studieren. Wobei, studieren. Selber schuld, wenn man studiert. Wir sind jetzt hier in Xochimilco. Ich denke, ihr kennt das sicherlich. Jetzt gibt es so eine Bootsfahrt auf diesen Flüssen. Das sind, glaube ich, die Kanäle, die noch die letzten Überbleibungen von dem See, wo eben Mexico City drauf gebaut ist. Ja, vielleicht erzähle ich euch nachher noch ein bisschen mehr darüber. Wir können jetzt wieder ein bisschen mehr darüber erfahren, wie das genau zum Hergegangen ist. Aber jetzt gehen wir noch zuerst mal aufs Boot. Adelante, Patrick. Ok, muchas gracias. Say hello. Er hat super. Guten Tag. Er hat übrigens einen super Cap. Show your cap. King Roger. Good man. So, wir sind jetzt also auf dem Boot, wo es die Verkäufer geht. Das sind immer die Verkäufer hier sind auf diesen kleinen Bötchen und die kommen dann hier zu uns. Und jetzt können wir hier Bier kaufen, Michelada, sonst Wasser und so Zeugs. Ja, jetzt trinken wir hier 2-3 Bierchen, würde ich mal sagen. Corona, usted, amigo. Corona. Ja, wir sind nicht wahnsinnig schnell unterwegs, weil es ist extrem viel los da. Wenn wir mal schauen. Der Fluss ist einfach vollgestopft mit diesen Booten. Aber es spielt keine Rolle, weil wir haben jetzt unser Bier bekommen. Und von dem her können wir ruhig auch ein bisschen langsamer unterwegs sein. Aquí decimos chupre. A ver, un brindis mexicano. A un lado. Al lado. Al otro. Al otro. Al centro. Centro. Pa' dentro. Pa' dentro. Sie trinkt da gerade Michelada. Wenn wir schauen, was das ist. Salud. 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 What's inside? Can you explain? Clamato.
Hot sauce and a beer. All right. Nur schon die Kombination Bier mit Tomatensaft und so spicy Zeugs. But you like it? Yes, it's good. I make a better one. Jetzt gibt es so Tequila-Shot und wir haben noch Musiker organisiert. Es fällt mir den Namen gerade rüber. Aber das sage ich nicht den Namen. Und jetzt kommt das Essen. Oder mal da kommt dieses Essen zu fliegen. So, jetzt geht's zu essen. Und zwar Enchiladas mit Mole. Noch ein bisschen Reis. Und was hat es da noch gehabt? Ja, das ist schon weg. Auf jeden Fall sehr, sehr geil da. Mega coole Stimmung. Riesige Party mit dieser Musik und so, mit dem Essen, Trinken. Richtig, richtig geil. Also kann ich definitiv empfehlen. So, die Tour ist jetzt also fertig. Und ich muss sagen, das war richtig, richtig nice gewesen. Voll eine coole Truppe eben beieinander gehabt. hat richtig Spass gemacht. Und also die Bootsfahrt war wirklich der Hammer gewesen. Ich verlinke euch die Tour dann unten in der Beschreibung, falls ihr das auch mal machen wollt. Also wenn ihr in Mexico City seid, Xochimilco, müsst ihr unbedingt machen. Das ist richtig geil. Vor allem der Part hat mir extrem Spass gemacht. Und wir gehen vermutlich heute Abend sogar zusammen noch weg. Wir haben mal kurz etwas angetönt, ich weiss jetzt nicht, ob es zustande kommt. Mal schauen. Und ja, jetzt laufe ich mal zuerst mal zurück ins Apartment und dann liege ich vermutlich mal noch kurz hin. Ich bin jetzt recht auf die Schnorren. Dann das Täuschen reissen und dann vermutlich ja, eben mit diesem noch mal fort. Gehen ab zu Nacht essen und eins, zwei Bierchen trinken. Ja, hallo zusammen. Gestern bin ich noch mit dem Thibaut, den ich auf dem Boot oder auf meinem Trip kennengelernt habe, zu Nacht essen und ein Bier trinken. Ich habe die Kamera nicht mitgenommen und deshalb habe ich auch nicht gefilmt. Und das Video konnte ich nicht beenden, weil der Marius am Schlafen war. Darum mache ich jetzt das an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich schalte das nächste Mal wieder ein. Bis dann, ciao, ciao.